Hallo liebe Gattel- und Ferkel-Fans. Es hat in der letzten Zeit einige Diskussionen gegeben bezüglich der Geidl-Paletten. Heute zeige ich euch, wie man die Resteln rauskriegt. Ich habe schon einige gemacht, habe auch Technik entwickelt, die geht relativ einfach. Wir brauchen dazu einen ganz normalen Hammer, eine Beißzange, mit dem man die Nägel ausziehen kann, einen Seitenschneider. Was wir noch brauchen, ist ein Hock, eine Axt. Wir brauchen eigentlich nur das hintere Stickel von der Axt und ein bisschen einen Hebel. Der reicht gerade, kürzer soll sie nicht sein. Sie können allerdings ein bisschen länger sein, dann hast du eine gewisse Hebelwirkung, dann geht es leichter und das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Bevor wir da jetzt ausstarten können, müssen wir unseren Hockstock umdrehen. Da ist auf der oberen Seite habe ich Paletten aufgeschraubt, so Einwegpaletten als Arbeitstischersatz. Die sind super, da ist wurscht, wenn du drauf hast, reinbohrst, wenn sie kaputt sind, tauscht das aus. Und auf der unteren Seite ist ein Hockstock zum Holzhocken. Das sind vier Leimbinder-Reststücke, so 20x30 und 80 hoch ungefähr. Die sind super stabil, die bringst du nicht um an und für sich. Und geht dort genau um die abgeschnittenen Restel, die quer drauf sind. Die sind so durchvernagelt und hinten sind die Nägel rausgekommen und umgebogen worden. Das letzte Mal habe ich es so gemacht, ich habe mit dem inneren Stickel, so 5 cm ungefähr, einfach das gespalten, das äußere. Da einfach so reingeschlagen. Dann geht das so relativ gar auseinander. Und mit einem langen Hebel kann man das so ein bisschen auseinanderbiegen. Und wenn man die Reststickel gespalten hat, 3-4 Mal auf die Breite draufhauen, dann fallen sie auseinander. Die meisten fallen schon so raus. Und der Rest, der überbleibt, kann man so ein bisschen ausarbeiten, dann fliegt der Rest oben. So schaut es dann aus, wenn die restlichen Nägel noch drinnen sind. Ich zwicke wieder die Köpfe an, so ungefähr 1 cm. Da braucht es nicht gar so viel mehr dumm tun, das muss nicht genau sein. Und schau, dass ich das Restl gleich einmal fange. Mit einem Hammer dann bündig nach unten durchschlagen. Ich nehme dazu einen ganz normalen Hammer, so einen Schlosserhammer, der hat 1 Kilo. Der liegt gut in der Hand, wenn ich es triff. Das geht auch mit der Hock, geht es leichter, braucht man noch ein Werkzeug. Die Nägel haben wir jetzt eingeschlagen. Die stehen alle auf der gegenüberliegenden Seite außer. Jetzt brauchen wir eine Beißzange. Die schaut so aus. Die hat da so eine Abrundung. Da setzen wir einfach beim Nagel an, ordentlich zusammenzwicken und über die Rundung die Zangen abrollen, nachgreifen und so gehen die Nägel raus. Das sind ganz schlechte, ganz blutige Nägel, mit denen geht es relativ einfach. Die stärkeren Nägel gehen natürlich schon sehr zart. Die eine Technik mit den Nägeln habe ich euch gezeigt, abzwicken, durchschlagen bis ausstehen, umdrehen, mit der Beißzange ausziehen. Funktioniert gut, ist eine zusätzliche Arbeit. Es geht einfacher auch, wenn ihr ein bisschen Kraft habt. Nehmt einfach einen Nagel, setzt es an und rollt über das Runde von der Beißzange ab. Mit festen Nägeln geht das nicht. Das wird nichts. Wenn ihr so wie ich nur eine relativ kleine Beißzange habt, wird es schwieriger. Es gibt auch solche, die sind naja, 15 cm länger, haben ein bisschen eine bessere Greifwirkung vorne, die sind insgesamt größer, sind schwerer, aber wenn du einen längeren Hebel hast, tust du natürlich auch leichter. Dann könnt ihr auch dickere Nägel rausziehen. Ihr habt gesehen, das ist jetzt nicht der Riesenaufwand,
Man kann so relativ einfach und relativ günstig zu Bastelholz kommen. Ihr braucht da nicht weiß Gott, was wir drum tun, wenn sie da jetzt mit der Hock in das Holz reinhaut. Da seht ihr jetzt solche Kerben. Das gibt einen gewissen natürlichen Look. Den Zweck, wo wir die Bretel verbauen, ist das gewollt. Wir möchten auch Holz haben, das ein bisschen gebraucht ausschaut. Da können Löcher drinnen sein, das kann ein bisschen abgenutzt sein. Seht ihr, wir haben dann auch überall die Löcher von den Nägeln. Wenn das dann abgeschliffen ist, abgekobelt ist, schaut das cool aus. So hat man ein gebrauchtes, altes, neues Holz. Andere kaufen sich das, um ein teures Geld. Das Problem dabei ist nur, wenn du Zähne von dir hast, war es ja egal. Aber wenn ihr den Haufen da hinten anschaut und da liegt noch einer und wir haben da noch einen, dann habe ich gefühlte 500 von den Dingen und dann wird die Sache kompliziert. Ne? Es nimmt kein Ende. Unter uns, wenn ihr das vorige Video angeschaut habt, sie hat ja teilweise recht. Es hat ja wirklich schon wild ausgeschaut, aber zugeben, dauert das nie. Und jetzt gehen wir den Haufen an. Und das Klasse dabei ist, Fitnessstudio brauchst du auch keins. Und warum immer das ganze Outdoor? Ganz einfach, weil es kostenlos ist. Die sind verfügbar, das dauert zwar länger, aber mei, was gemacht gehört, gehört gemacht. Und ich gebe es zu, am liebsten war mir, wenn man so schnipsen dauert und der Haufen war weg. Und wenn man sein Werkzeug einmal nicht braucht, dann gibt es beim Arbeitsgewand so Schlaufen, da tut man das Zeug rein und macht eine Pause.